Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Made in Unterschleißheim. Ich bin Servus. Heute beim Fabio Di Salvo und seinem Label Enzo Escobar. Wir sind zwar heute noch in Heimhausen, aber dazu sagen wir ein bisschen später mehr. Ja, Fabio, schön, dass wir heute bei dir mal in den Laden reinschauen dürfen. Dankeschön. Ich freue mich schon wirklich, bin auch hochgespannt, was alles gibt. Wir gehen jetzt rein und schauen uns Unterschleißheims mit Sicherheit jüngstes Modelabel an. Dankeschön. So, super. Gut. Zur Abmoderation nehmen wir. Andere Perspektive. Nehmen wir dein. Jawohl, super. Gut. Cool. Fabio, jetzt sind wir bei dir im Enzo Escobar Shop. Ja. Ja, schöne Sachen habe ich schon gesehen. Vielen Dank. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu eurer Geschichte, wie und wann du auf die Idee gekommen bist, ein Modelabel zu gründen. Ja, das ist eine Story, wo ich selber auch nie gedacht hätte. Ich habe damals nach meinem Abi bei der Polizei eine Ausbildung angefangen, habe dann schnell gemerkt, dass es dann doch nichts für mich ist und habe ein Studium begonnen, Sportmanagement an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning und bin dann während dem Studium auf die Schmuckschiene geraten und hatte schon selber immer persönliches Interesse am Schmuck und vor allem an Lederaccessoires, weil diese auch eben zeitlos sind. Und habe dann angefangen mit den Lederarmbändern, wie wir sie jetzt hier sehen. Damals angefangen mit 4 Lederfarben, heute sind es um die 12 Lederfarben und 4 unterschiedliche Verschlussfarben. Und wie komme ich jetzt auf die Mode und wie komme ich auf die Textilien? Das ist ganz einfach. Die Leute haben immer mehr gefragt, hey, kannst du mir mal dein Logo auf meine T-Shirts drucken? Und so bin ich eigentlich wirklich auf die Textilien gekommen. Ich habe gesagt, ich möchte eigentlich mit Textilien nichts zu tun haben, weil man natürlich immer sagt, okay, die Rückläufer und die Reklamationsrate ist recht hoch. Aber dem ist nicht. Ich habe gemerkt, wenn man die Produkte entsprechend und klar promoted und wirklich bewirbt, dass die Rücklaufquote fast gegen Null ist. Und so bin ich zu Textilien gekommen und so entwickelt sich gerade so ein Label, ein Schmuck- und Modelabel, was wirklich schon gefragt ist, auch auf internationaler Ebene. Und das ist natürlich das, wo mir das Herz aufgeht. Das ist toll, ja. Und das Ganze noch made in Unterschleißheim. Das Ganze noch made in Unterschleißheim, korrekt. Also, wie ihr vorher gesehen habt, wir sind zwar in Heimhausen, aber das nicht mehr lange, denn der Fabio zieht um nach Unterschleißheim. Das ist korrekt. Voraussichtlich, also März, April, wir müssen natürlich jetzt auch gucken, wie das zeitlich alles machbar ist mit den anderen Tätigkeiten, die nebenbei auch noch sehr, sehr wichtig sind und anstehen. Aber, ganz genau, wir werden nach Unterschleißheim ziehen. Das Ganze im Industriegebiet, hinten in der Nähe vom Infinity Hotel, in einem Bürokomplex. Und ja, freuen uns natürlich auch, euch da herzlich willkommen heißen zu dürfen. Sehr schön. Und wie kommt ihr an die schönen Armbänder oder eben Textilien mit dem Enzo Escobar Logo? E-Mail-Adresse hier, dem Fabio schreiben und Kontakt aufnehmen oder über Social Media selbstverständlich immer hier, um sowas Schönes sich zu bestellen zu können. Also ganz klassisch natürlich über so einen Online-Shop, unser E-Commerce-Projekt, was wir hier haben. Hier ist die Internetadresse. Da die Möglichkeit, aber auch die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle über Instagram, Facebook, tatsächlich auch schon Kontakt oder Kundenanfragen über LinkedIn, wo wir auch mit dem Unternehmensprofil ganz jung jetzt aktiv sind, oder klassisch über Mail, über WhatsApp-Shopping. Und das ist alles möglich. Also in den Online-Shop reinschauen. Ja, wie kommen wir zu den Produkten? Das ist wirklich sowohl national als auch internationale Ebene. Wir haben vor allem das Leder für die Lederarmbänder gewinnen wir aus der Metzgerei- und Fleischereiindustrie. Das sind upcyclete und recycelte Lederhäute. Das Ganze kann man sich so vorstellen, die Fleischindustrie wirft tatsächlich die Lederhäute weg und wir kaufen diese in Mengen ein. Lassen diese dann entsprechend färben und gerben und bekommen dann das Leder auf Rollen und in Meterware bei uns geliefert. Das ist nachhaltig, würde ich mal sagen.
Und die Textilien, da arbeiten wir mit einem Hersteller aus Europa zusammen, der auch seine unterschiedlichsten Hersteller hat. Das Ganze oder das Besondere an dem Projekt hier ist vor allem, dass wir mit den Lieferanten Teil der Fairwear Foundation sind. Das ist eine Organisation, die wirklich darauf achtet, dass die Textilien, erstens wie sie hergestellt werden und wo sie herkommen, dass da auf die fairen Umstände geachtet wird, dass die Leute entsprechend entlohnt werden, dass die Leute also Pausen einhalten, dass die Leute aber nicht zu viel arbeiten, das heißt wirklich regelkonforme Arbeitszeiten etc. Und das ist uns ganz wichtig hier, dass wir wirklich den Leuten sagen, schaut mal her, ihr habt die Qualität zu einem fairen Preis, was uns auch ganz wichtig ist. Und das Schöne ist bei unseren Textilien, dass wir wirklich 85% Bio-Baumwolle verwenden, keine klassische Baumwolle, wie wir sie von der Stange kennen, sondern Bio-Baumwolle. Das bedeutet in der Art und Weise, wie diese Baumwolle angebaut wird. Das heißt, hier wird auf Pestizide verzichtet. Der komplette Färbungsprozess der Textilien ist jetzt kein Färbungsprozess, wie wir in herkömmlichen Herstellern kennen, dass der vor allem die Umwelt entsprechend darunter leidet. Und 15% aus recycelten PET-Flaschen bestehen. Also sprich, deine Pfandflaschen, die du beim Kaufland oder irgendwo anders eben in den Automaten steckst, daraus wird das Polyester gewonnen. Das ist wiederum ein gutes Beispiel, wie man Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren kann. Ja, vielen herzlichen Dank, Fabio. Sehr gerne, Stefan. Ich glaube, unsere Zuseher haben mit Sicherheit jetzt ein gewisses Interesse dafür entwickelt, sich das mal näher anzuschauen. Das freut mich. Also Fabio, ich muss sagen, das war wirklich sehr interessant bei dir. Danke, Stefan. Ich bin schon sehr gespannt, was es von euch noch in Zukunft gibt, wenn ihr dann bei uns in Unterschleißheim seid. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann nur noch einmal darauf hinweisen, wenn man will, dass es auch in Zukunft solche hervorragenden Geschäfte gibt, dann kauft's regional ein. Kauft's made in Unterschleißheim, wie beim Fabio. Dann haben wir auch morgen noch regionale und lokale Geschäfte. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiederschauen. Ciao, danke euch und bis bald.